Willkommen zurück zu Yoshi's Crafted World. Heute machen wir die nächste Welt. Ich brauche 10 Grenzeblumen. All klar, du, ich habe 168 schon. Da kann ich dir schon ein paar abgeben, du. Kein Problem. View. Yeah. Danke, es geht mir schon viel besser. Okay. Sieht aus wie eine Zirkuswelt auf den ersten Blick. Oh, oh, oh. Spektakel mit Markel. Herzlich willkommen. Ist ein toller Name. Was könnte das für ein Level sein? Wahrscheinlich so ein... Das erinnert mich irgendwie an Wario World für den GameCube. Vielleicht kennt das einige von euch. Da gab es auch irgendwie so einen Bereich oder so eine Welt halt. Da war auch so dunkel. Das war so zirkus-themed. Daran erinnert mich das gerade ein wenig. Okay, unser erstes Level ist Spinnrad-Spinnerei. Geil. Yeah. Krass. Cool. Yeah. Ich habe gar nicht geguckt, wie viele Welten wir doch brauchen bis zum nächsten Kristall. Ich glaube, das ist die vorletzte Welt bis zum nächsten Kristall. Yoshi! Oh, die Musik ist cool. Oh Gott, Hilfe. Ich muss wieder ins Spiel reinkommen, so wie immer. Oh, die Gegner! Jetzt erkenne ich's. Das ist dieser eine aus... ja, ich weiß nicht, wie der heißt. Aber er sieht auf jeden Fall sehr hässlich aus. Ich meine, der sieht aus wie so eine Gummifigur. Der sieht überhaupt nicht aus wie dieser schwarze Vogel aus Yoshi's Island. Der sah viel, viel cooler aus als in diesem Spiel. Also da gibt es auf jeden Fall schon mal einen Minuspunkt. Weil ich das Design von dem Gegner hier nicht mag. Ja, was mache ich jetzt? Jetzt habe ich nicht zu abschießen, oder was? Das Gegner respawnen doch, ne? Also nicht die Vögel, sondern ich meine... Ich meine die anderen... So, noch Shy Guys hier, ne? Och, keine Ahnung. Ich fliege mal weiter. Ich hab verkackt. Sterbe ich hier? Oh, ich sterbe hier sogar. Wisst ihr was? Ich schaue nochmal das Level neu. Oh Gott, dieser Anfang. So langweilig und so dumm. Es tut mir leid, Leute, es tut mir leid. Ihr wisst doch, ich bin ziemlich schlau. Nicht. Aber ich finde, dass der Mond, worauf die draufstehen, ganz nice aussieht. Irgendwas Positives muss man ja sagen, ne? Ah, die roten Münzen muss man neu sammeln, wenn man das da will. Ja, macht irgendwie Sinn. Da, den Schalger, den meinte ich. Dich brauche ich unbedingt. Damit ich an... Ich muss mich kurz konzentrieren. Einen Moment, bitte. Ich muss mich kurz konzentrieren, dass ich den noch erfisch. Ja, genau. Richtig. Yes. Ja. Also, Lume haben wir. Sind das noch Red Coins oder sind das nur normale Münzen? Das sind nur normale Münzen. Alles klar. Aber es war eine Blume wert, deshalb war es wichtig, dass ich nochmal von vorne angefangen habe. Okay. Irgendwas wird doch bestimmt gleich wieder als Mission kommen. Also nicht gleich, sondern in der nächsten Folge. Wir werden nämlich heute die ganzen neuen Level spielen, die diese Welt zu bieten hat. Also nicht alle. Die heutige Folge wird etwas kürzer als die letzte, weil die letzte war leider doch keine 30 Minuten, sondern 35 Minuten. Deshalb wird diese hier etwas kürzer. Hey Leute, diese Blumen sind da auf einmal mega einfach versteckt. Na komm, komm hier. Dun, 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 dun. Und das ist so zwei. Ja, okay. Okay. Boing. Keine Ahnung, ich mag das Design von denen in diesem Spiel nicht. Ich finde das alte Design viel besser. Meiner Meinung nach. Hey. Ja, da gibt es doch bestimmt irgendwas, was man später abschießen muss, oder? Kann man ja jetzt schon mal gucken, ne? Ah, hier geht's wahrscheinlich weiter, weil ich sehe hier keinen Weg. Gehe ich mal von aus. Bam! Oder? Obwohl, warte mal. Ich weiß gar nicht, wo es lang geht. Warte, ich gehe erstmal hier lang. Ich kann ja später nochmal zurückgehen, hoffentlich. Warum nicht? Ich sollte doch zurückgehen können, oder nicht? Komm mal her, du. Lass mich bitte in Ruhe. Aber das sieht wirklich so aus, als würde... Hier gibt's nichts? Was? Was? Ich bin gerade verwirrt. Ah!
Was ist das für ein Level-Design? Ich habe Angst. Das ist so seltsam. Ich verstehe nicht. Was gibt's denn hier oben? Wozu kann ich hier hin? Gibt's hier... Ah, ich muss alle killen. Ach so, ich wollte gerade sagen, irgendwas muss es hier doch geben. Na komm, gib mir eine Blume. Nice. Hab das Gefühl, das wird ein kurzes Level. Aber wir haben jetzt schon 3 Blumen. Und wir sind erst beim ersten Checkpoint. Was? 3 Blumen beim ersten Checkpoint? Das ist krass. Finde ich. Oh Gott, das sind Google-Videos. Oh lol. Oh, wie niedlich die aussehen da rechts, diese Shy Guys. Oh, die kann man sogar abschießen. Wahrscheinlich wird das später eine Mission. Oh, lol. Na komm. Yes. Oh nein. Runter, runter. Das sind rote. Fies wäre das, würden die roten einfach verschwinden. Das wäre mega fies. Sowas gab es, glaube ich, auch schon mal in Yoshi's Island. Da gab es so einen Fly Guy, der hatte so eine rote Münze. Und wenn du den nicht sofort abschießt, dann hast du einfach verkackt, du. Ne? Das ist fies. Oh. Yay. Full life. Warte, kann ich den Mond da oben abschießen? Nein? Okay. Will jetzt ja ausprobieren, du, ne? Warum sag ich du? Rede ich mit dir? Du da vorne vom Bildschirm? Rede ich mit dir? Oh Gott. Okay. Hier oben muss noch irgendwas geben. Verdammte. Oh nein. Oh mein Gott. Ich hab's. Yes. Nichts verpasst. Da, 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 da. Ui. Ui. Nein. Oh nein. Oh nein. Ich hab keine. Nein. Scheiße. Hilf mir bitte. Ich brauch dich. Danke. Wow. Immer. Sorry. Hier oben habe ich doch irgendwas gesehen. Da war doch irgendwie Münzen oder so. Ah, da war so ein Block. Da waren Münzen. Yeah. 5 Münzen. Oh, geil. Checkpoint. Ich glaube wirklich, dass das Level jetzt gleich zu Ende ist. Wir haben schon fast alles. Oder Red Coins? Ne, Red Coins sieht schlecht aus. Aber ich glaube, jetzt wird es etwas aufgefrischt. Also unser Red Coin Counter, der wird, glaube ich, jetzt... verdammt, ich wusste, das wird passieren. In diesem Bereich wird es aufgefrischt und ja, ich hatte recht. Es gab auch irgendwie so mal so ein Level, ich glaube in Yoshi's New Island oder wie hier auch immer das Spiel hieß. Da gab es auch so ein Level, da musste man von Kugelwilli zu Kugelwilli springen. Das war auch sehr, sehr schwer. Okay. Ich hatte Yoshi's New Island, by the way, noch nie durchgezockt. Ich hatte es immer vor, aber habe ich nie gemacht. Ich weiß nicht. Ja, verdammt. Ich kann das Ding nicht abschießen. Warte, warte, warte. Ich kann doch nochmal zurück, ne? Ich kann mir Kugelwillis holen zum... Yes. Ich kann mir Kugelwillis erschnorren. Geil. Gib mir Kugelwilli. Ich bin Willi. Hallo. Ja, danke. Okay, 3 sollten reichen. Oh ja. Ah, Red Coins sind die bestimmt, oder? Oder? Bitte sag mir, es ist nicht nur Geld. Ich brauche Red Coins. Als ob es jetzt nur Geld ist. Oh Mann. Bitte killt mich nicht, dankeschön. Ui. Ja, aber das Level ist hier bestimmt gleich zu Ende. Das ist, wirkt auf mich mega kurz. Warum auch immer. Ah, hier haben wir sowas. Da muss man von Kugelwilli auf einen anderen Kugelwilli springen. Das habe ich gerade verkackt. Ah, müssen wir sogar machen für die letzte Blume. Und hier ist das Ziel? Miffin, verdammte 5 rote Münzen. Und du sagst, das Spiel sagt mal, ja, hier, Ziel. So, ja. Alles klar, Spiel. Mir fehlen rote Münzen. Ich habe sie irgendwo verpasst. Okay, ja, das Level ist sehr kurz. Wie ich finde. Aber mir fehlen rote Münzen. Mir fehlen rote Münzen. 5 Stück. Ich habe sie irgendwo verpasst. Dann gehe ich halt noch mal nach den roten Münzen suchen. Yeah. Yoshi. Das wird ein Spaß. Sie
Sieht so aus, als hätte ich hier im Hintergrund was verpasst. Ich muss echt zu gestehen, ich habe in diesem Moment nicht auf den Hintergrund geachtet, was ich irgendwie in diesem Level gar nicht wirklich gemacht habe. Also zumindest nicht so sehr. Und hier finden wir zumindest eine rote Münze. Ich weiß jetzt aber immer noch nicht, wo die anderen vier sind. Nach denen müsste ich auch suchen, aber ich habe sie anscheinend gerade eben gefunden. Ja, hier sind alle. Kann das Ding bitte wiederkommen, bevor ich abkratze? Hilfe! Hallo! Bitte! Bitte! Hilfe! Dankeschön. Ja, jetzt habe ich wieder ein Problem. Okay. Einfach abwarten. Komm, die Folge können wir noch nicht voll machen, ne? Ja. Hier war alles. Okay, dann beende ich kurz das Level und dann sehen wir uns gleich wieder. So, bevor wir mal weitermachen, würde ich mir gerne ein neues Kostüm holen und dann werden wir mal schauen, was es denn in dieser Welt in dem Kostümautomaten oder wie auch immer das Ding heißt, alles so gibt. Ja, ich hoffe mal, den Satz hat Sinn gemacht, ich weiß es gerade selber nicht. Egal. 10 Kostüme gibt's hier und die hole ich mir natürlich alle. Okay, lass mal sehen. Den Kugelwilli, ja, ist doch cool. Nehme ich, glaube ich, sogar gleich. Das Münzauto. Ich habe sogar gerade das Münz-Cupcake-Ding an. Oh, Beißbox, was? Ist ja cool. Das Ding sieht cool aus. Rosa Pfirsichsteckel. Ah, ja. Ein Sarg. Wait, what? Ein Sarg? Okay. Da soll sich Yoshi reinlegen. Aber ich bin doch gar nicht tot. Zirkuszelt. Ja, da kommen wir jetzt, glaube ich, auch hin. Der Rabe! Ultra selten. Ist mega cool. Zirkus Manege, was? Ich kenne mich nicht aus. Popcornwagen, cool. Okay, cool. Und Zirkusrequisite. Ah ja. Das ist ein cooler Outfit. Ich wollte mir Outfit ändern. Dann muss ich es jetzt separat. Einzeln machen. Egal. Ja, ich glaube, die Folge ist nur noch 15 Minuten oder so. Outfits. So, wir sind die Dinger, ich glaube, die sind ganz unten, ne? Ja, ja, genau. Aber die sind eigentlich ganz cool so. Oh, das sieht voll nice aus. Oh, das Ding will ich haben. Ich nehm das jetzt einfach, weil das so cool aussieht. Die Beißbox. So, ich erwarte Schrecken, Spukwarnvilla. Spooky. Da werden bestimmt Geister auf uns warten. Buhus, eventuell, wenn wir Glück haben. Weil Buhus sind doch coole Gegner. Die gab es bisher, glaube ich, noch nie im Yoshi-Game, oder? Ich kann mich gerade an gar keine Buhus im Yoshi-Game erinnern. Wow! Wow! Erstmal so diese Hintergrund, diese Atmosphäre und Yoshi hat Angst. Er versteckt sich. Oh, das sieht cool aus, wenn man sich versteckt. Schaut euch mal Yoshi an, der hat richtig Angst. Nee! Nicht durch. Doch, Yoshi, du gehst jetzt durch. Alter, das ist ein Friedhof, das ist doch kein Zirkus. LOL, Zombies! Zombie-Scheigeist, was? Ich dachte, das Spiel ist für Kinder. Ach, die Musik ist auch so seltsam. Was bist du denn bitte? Ein Superheld-Scheigeist. Oh Mann. Oh Gott. Warte, habe ich nicht irgendwas verpasst? Da war doch ein Scheiger, aber ich glaube, der hatte nur irgendwie so eine Bonusmünze dabei, okay. Ah, jetzt kommen wir in den Zirkus, oder? Oh, ein Fat Guy. Oh, geil. Ein Big Guy heißt die, glaube ich, sogar. Wow, wow. Was bist du bitte? Ein Stück von der Decke ist abgebrochen. Warte, komm doch mal runter, komm doch mal runter. Ich brauche deine Münzen. Aua. Fat Coins? Nein. Ah, wahrscheinlich komme ich hier an... Okay. Nach oben? Da geht's weiter, dachte ich jetzt. Mal schauen. Ich versuch's mal. Ja, hier gibt's was. Ui. Noch einen Big Guy. Hallo? Was? Hä? Oh nein, was mache ich denn? Okay. Ups, tut mir leid, hier war gerade ein kleiner Cut. Dafür entschuldige ich mich. Aber ja, dieser Ort sieht sehr interessant aus. Oh, lol! Oh, das ist fies!
Das ist die zweite. Wahrscheinlich geht's unten noch, oder? Warte, hier gibt's noch was. Ist nix? Doch, aber ich habe keine Eier. Also keine zum Werfen, meine ich natürlich. Ja, das ist jetzt natürlich. Das ist natürlich blöd jetzt. Okay, hätte ich so oder so nicht lernen können. Okay. Also es geht hier hoch. Wahrscheinlich ist da bei diesem einen Ding. Also hier links. Ja, verdammt. Aber ich kann nochmal zurück. Ne? Ja, ich kann nochmal zurück, glaube ich. Oder? Nein, kann ich nicht! Doch. Doch. Doch, gar nicht. Doch, doch. Nicht mit mir spielen. Nicht mit mir. Ich muss jetzt mal hier. Tut mir so leid. Sorry, guys. Ich bin nur eine Beißbox. Bam. Was? Keine Blume. Ich habe immer eine Blume übersehen. Was zum Teufel? Ich habe eine Blume übersehen. Wo soll die denn gewesen sein? Jetzt ohne Witz. Ich verstehe das nicht. Soll ich das Level neu starten? Ich habe was übersehen. Tut mir leid, Leute, dass ich gerade alles strecke und langweilig mache und ich wisst, was ich meine. Es tut mir aber leid, okay? Okay? Akzeptieren Sie es, bitte. Mach nochmal das Level von vorne. So. Vielleicht irgendwas am Anfang, was ich verpasst habe. Irgendwo habe ich wahrscheinlich hier in diesem Bereich, schätze ich mal, eine Blume verpasst. Ah, warte. Hier doch. Hier kann man lang. Ja. Ja. Okay, da habe ich nicht gründlich aufgepasst. Da habe ich mich wohl ablenken lassen von diesem Fly-Guy-Typen da. So, aber mehr gab es hier nicht. Also weiter geht's. Okay, beeilen wir uns. Okay, ich kann keine Eier mehr mit mir zunehmen. Okay, wie war das nochmal? Hier ging's für 3 Münzen, genau. Hier den Typen abschießen, ne? Ja, ja. Und dann kann ich den hier abschießen und dann kann ich das Ding hier abschießen. Und dann kommt da so ein Ding raus. Dann mache ich so und dann kriege ich die Blume, genau. Was ich dann mache, ist den hier zu mir nehmen, genau. Da geht's weiter, okay. So, aber bevor ich weitergehe, gehe ich erstmal nach links zurück, denn hier links gab es etwas Cooles. Okay. Seht ihr, da war es. Okay, ging es jetzt noch nicht so lange zu. Ja, cool. Das waren jetzt nur. Weiß ich nicht. Vielleicht eine Minute oder so. Come on. Jetzt rastet doch nicht gleich aus. Wir haben nur noch 10 Minuten. Das ist die Folge. Die Serie wird doch nicht so lange, oder? Oh, damn. Oh, ich krieg einen Schlüssel für den einen, den Geist. Und eine Red Coin. Ah, hier gibt's Eier. Nice. Hier ist eine Chest. Und. Ja, es ist die dritte. Es ist die dritte. Ah, wir sind wieder hier in dem Anfangsraum. Oh, alles klar, okay. Sieht aus wie eine Spooky Villa. Und nicht wie ein. Dich hab ich gesehen. Wie komme ich ans Geschenk? Da ist definitiv ein Geschenk. Okay, jetzt habe ich es. Okay. Ja, das sieht mir mehr aus wie so eine Villa. Wie so eine Spukvilla. Als ein Zirkus. Wenn ich jetzt mal so anmerken darf. Okay. Ich muss alle drei bekommen. Okay. Okay. Man muss einmal ruhig bleiben, weil sonst. Also schafft man es einfach nicht. Von den Dingern spawnen die immer? Oder spawnen die dann nur manchmal? Ich bin gerade sehr verwirrt bei den Dingern. Guten Tag. Dankeschön. ich versuche gerade alles zu bekommen, ohne irgendwas auszulassen. Aber die Welt wirkt auf mich sehr kurz. Das war aber sehr spooky. Mit vielen Geheimnissen. Na, das ist eine Spukbox. Nein! What? Die haben mich gegessen! Ich bin durch die gestorben! Kann ich irgendwie besiegen? Muss ich die irgendwie abschießen oder so?
Nö. Alles klar. Übertreib. Bitte bist. Bitte ist mini. Okay, abgelenkt. Nice. Herzen! Yay! Nein! No! Nein! Es tut mir so leid, Leute. Oh, verdammt. Kacke. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Ich frag mich bitte nicht. Ich weiß es nicht. Es tut mir gerade so leid. Ich hab grad keine gute Laune mehr. Weil ich einfach so kacke bin. Und nerve. Ich nerve sehr. Ich komme nicht durch. Warum komme ich nicht durch? Nicht so nett Spiel, nicht so nett. Diese Gegner, die sind viel zu krass. Die fressen mich einfach auf. Also instant so. Wisst ihr, was ich meine? Was? Oh. Ich bin einfach wütend gerade. Ich bin einfach gerade wütend. Ja, eine Blume haben wir weniger. Die darf ich dann gleich wieder offscreen machen. Ach, halt doch einfach die Klappe, du. Hol dir eine neue Eier. Okay. Denken wir an was anderes. Denken wir nicht an Stress, sondern denken wir an ein lustiges Yoshi-Spiel. Was sehr cool ist und überhaupt nicht nervig ist. So, nachdem ich mich kurz abgeregt habe, geht es auch nun weiter. Tut mir leid für vorhin. Ja, wir wissen ja, wo die eine Blume ist. Da habe ich es halt leider verschissen. Und so. Wow, wow, wow! Was bist du denn bitte? Hilfe! Hilfe! Hey, was ist mit dir denn los? Ich wollte gerade gucken, weil im Hintergrund war da so ein Geist. Ich dachte, ich könnte ihn abschießen und vielleicht was bekommen, aber. Ist er weg? Ist er weg? Er ist direkt hinter. What the heck? Da, der Geist. Okay, ist für eine Mission wahrscheinlich nur. Was zum Teufel? Hilfe! Was ist denn da los? So ein Sensenschei-Geil. Aber naja. Oh, oh. Hey, 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 hier ist ja was. Hier gibt's was Tolles. Und da im Hintergrund ist noch so ein Geist. Das ist hundertprozentig eine Mission. Ein Geist. Eine Red Coin. Ja, die heutige Folge ist sehr seltsam. So wie eigentlich fast jede Folge bei mir, wenn man mal ehrlich ist. Wait, what? Oh, hi. Warte. Oh nein, ich hab verkackt, oder? Ich komme da nicht mehr hoch. Doch, warte, die Box wartet auf mich. Warte, ich lasse die lieber in Ruhe, die Box. Ach so, man kann da nicht drauf stampfen, das ging nur. Ja, ja, okay. Nee, ich. Ey, ich hab gerade was anderes gedacht in einem anderen Spiel, wo das geht. Egal. Wie schieße ich das Ding ab? So? Das bringt ja nichts. Ich muss wahrscheinlich nur die Blume abschießen. Ja. Okay. Dann ist hier wahrscheinlich gleich das Ziel. Aber haben wir jetzt mehr oder weniger alles, ne? Warte, wo ist mein Kostüm? Ich merke das erst jetzt. Wo ist mein Kostüm? Und mir fehlen nur noch Red... Ja, mir fehlen voll viele Red Coins. Du. Ah, hier sind welche. Ja, warte, was gibt's denn dann hier? Haja. Okay. Oh nein. Nein, ess mich doch nicht. Ah, nein. Ah, ich kann aber auch so hoch. Da haben die Entwickler wohl nicht gedacht, was? Ich bin echt schlecht. Was? Der kann mich von da... Jetzt geht er da nach oben. Das will ich halt nicht. Jetzt mal ohne Witz. Kann mir mal bitte irgendjemand erklären, wie ich da hin soll? Was? Ich kann hier durch? Mit? Was? Bin ich gerade auf mein Ei gesprungen? Verdammt, mir fehlen meine ganzen Herzen. Ich darf das Ganze nochmal neu machen, ohne Hit. Ich lenke ihn ab.
Ah! Selbst nach der Abregung bin ich kacke. Es tut mir so leid! Ach Gott. Nein, wo bin ich? Wo bin ich? Oh nein! Nein! Ja, aber ich schneide das vielleicht raus. Mal schauen. Was war das denn das für gerade von Geblitze? Lol. Ach Gott. Ich bin sad. Warum? Ich will ein spannendes, cooles, unterhaltsames Let's Play bringen. Und dann kommt das Spiel, sagt sich so, nö. Meine Folge wird langweilig und uncool, obwohl es hier ein cooler Bereich ist. Oder zumindest eine coole Idee, wie ich finde. Hack ich das Spiel trotzdem so, nö. Also aus der Folge, da müssen wir jetzt erstmal was ganz langweiliges machen, wie man sehen kann. Ich bin gerade echt gestresst. Also ich bin schon die ganze Folge lang, aber ich dachte selbst, ich habe kurz eine Pause gemacht, 5 Minuten lang. Dachte mir so, ja gut, vielleicht wird es jetzt besser, vielleicht kann ich mich kurz abregen. Nein, anscheinend nicht. Soll ich jetzt hier runter? Das ist eine gute, ja, es ist eine gute Idee. Es war eine gute Idee. Okay, dann habe ich es jetzt zumindest mal gemacht. Man weiß ja nie, wo es lang geht. Ich dachte, das geht halt nach rechts lang. Weil da rechts gab es noch was. So, diese Passage hier, die ich nicht verstehe, ey. Wie viele Herzen habe ich? Wo steht das? 15 habe ich. Der verfolgt mich, ne? Wahrscheinlich muss ich den hier nach links lenken. Und dann da rechts durch. Habe ich recht? Und hier dann lang und ganz schnell nach oben. Oh Gott, ja, das ist natürlich schnell. Ja! Ja! Das funktioniert! Das funktioniert! Nein! Ah, hier ist die Schlüssel! Aber ich muss da nach links. Aber ich hab's verstanden. Dann hole ich's jetzt einmal. Dann muss ich ja das nie wieder machen. Wisst ihr, was ich meine? Oh, ich hab gar keine Eier mehr. Was? Da war nichts! Das Spiel ärgert mich. Ich dachte, das wird eine coole Folge. Okay, Leute, versprochen, nächste Folge wird cooler. Ich weiß noch nicht, wie ich sowas versprechen kann, aber ich verspreche es jetzt. Keine Ahnung. Mal schauen. Okay. Wir haben jetzt zumindest einiges. Ich denke mal, der Rest durch diese eine Mission nur. Ah, nee. Ja, hier waren noch ein paar Münzen. Ja, als ob mir jetzt noch eine rote Münze fehlt. Oh Gott, Hilfe. Nein, er kann mich ja erwischen. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein, er kommt. Aua, ich sterbe. Nein, mein Kostüm. Oh, verdammte Kacke, bin ich schlecht. Ja. Oh Gott, meine Herzen. Okay, komm. Hauen wir ab. Hilfe. Hilfe. Bitte ruft jemand die Polizei, denn hier geht was ganz Illegales ab. Und so. Und das ist spooky. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn ich... Ah nee, warte, ich muss auch noch diese eine Blume holen, ne? Ja, dann, ja, dann muss ich das auch noch reinschneiden, ja, damit die Folge noch länger... Ah, cool. Geil. Alter, warte. Gibt es noch ein Level? Kann ich jetzt noch sagen, nächste Folge sehen wir was Neues? Ja. Ah, jetzt verstehe ich das. Hier ist nur, was war das mit den, mit dem Planeten und den Alien-Dingern, die Alien-Vögel. Hier ist so ein kleines Spukhaus und hier ist dann die Villa. Villa, was laber ich denn? Vorher war die Villa und hier ist dann der Zirkus wahrscheinlich erst. Oder? Egal, das werden wir in der nächsten Folge rausfinden. Wir sehen uns gleich wieder, wenn ich... Let's try again. So, wo kommen die? Die kommen da oben hin, ne? So, jetzt. Jetzt ist perfekt. Das war's sogar schon. Dann haben wir schon die Blume. Problem ist nur, mir fehlt eine Red Coin. Eine Red Coin fehlt mir. Eine rote Münze fehlt mir, Leute.
Mir fehlt eine rote Münze. Wo? Wo ist die? Und wie finde ich das da raus? So, jetzt habe ich schon mal alle Herzen. Immerhin das. Aber jetzt darf ich nach einer roten Münze suchen. Und das wird eine Qual. Das weiß ich schon. Das wird eine Qual. Weil ich habe... Oh nein. Oh nein, jetzt habe ich schon meine Herzen. Ah nee, ich habe noch mein Kostüm. Okay, alles klar. Ja, dann darf ich jetzt suchen gehen. Cool. Ich vermute mal, das ist irgendwo so ein Geschenk im Hintergrund. Uff. Hier, im Hintergrund. Der Geist. Direkt am Anfang des Levels hier oben. Und der hatte mir gerade die 20. rote Münze gegeben. Also ja, ich durfte da jetzt wieder etwas suchen gehen. Das war nicht so spaßig. Aber Leute, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne eine positive Bewertung da. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Yoshi's Crafted World wieder. Genau. Wo wir dann, was machen wir nächste Folge? Kann ich schon spoilern? Genau. Wir werden Poochies sammeln. Wir werden das letzte Level sehen. Und, ja. Das wird nächste Folge passieren. Haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Und haut rein. Oder so. Ich bin dumm. Lass mich. Okay.